Was geht ab YouTube und willkommen zu einem neuen Video, wo ich dieses Schmuckstück von Beinbeuger Strecker hier vorstelle. Und zwar solltet ihr alle mittlerweile begriffen haben, dass das Home Gym absolut Sinn macht, weil die Gyms schließen mussten. Deshalb sind solche Geräte wie Beinbeuger Strecker natürlich hoch im Kurs. Und was so ein Ding für 110 Euro, was das bringt, ob das irgendwie mit Gymqualität vergleichbar ist, ob ihr sowas kaufen solltet oder nicht, das habe ich für euch getestet und das werden wir jetzt zusammen rausfinden. Ich habe mir dieses Mal für euch natürlich ein paar Anmerkungen, ein paar Notizen gemacht. Und wir fangen einfach mal mit den drei positiven Teilen an, die für diesen Beinbeuger Strecker hier sprechen. Und das ist an allererster Stelle natürlich der Preis. Ich meine, für knapp damals 109 Euro, glaube ich, war der Tiefstpreis, den ich jemals gesehen habe. Das Gerät war ständig Platz 1. Wenn du bei Google Suche Beinstrecker Beuger eingegeben hast, dann war dieses Gerät von Homecom oder Homecom eigentlich Home, aber irgendwie auch nur Home, weil da fehlt ein E. Kassenschlager wahrscheinlich, Home Gym Gerät Nummer 1, was auch immer. Ihr wisst es selber, wer sich ein Home Gym einrichtet, kauft sich natürlich immer erst eine Langhantel, dann Kurzhantel. Und dann kommen natürlich solche Geräte wie Beinpresse und sowas. Aber das Problem ist eben, dass die Beinpresse relativ teuer ist. Deswegen fangen die Leute dann immer an mit Beinstrecker, Beuger, weil die Beine sind immer relativ schwer im Home Gym zu trainieren. Genau, Preis unschlagbar war bei 109. Ich glaube jetzt bei 159 zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos. Ich habe das Gerät während dieser Corona-Krise, während diesen ganzen Lockdowns, was auch immer, bei eBay Kleinanzeigen für 90, also fast Neupreis. Aber man kann sich nicht beschweren, das Gerät war, also das sah wirklich neu aus. Also definitiv ein Schnäppchen, kann man sagen, besonders weil die Preise explodiert sind. Ich sehe zum Teil dieses Gerät, dasselbe Gerät, für 300 Euro im Netz. Klar, das kauft niemand. Die meisten wissen, dass das nicht so viel wert ist. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Halunken. Ich habe das Gerät jetzt ein halbes Jahr und mein Fazit werdet ihr natürlich erst am Ende erfahren. Die, die mir fleißig bei Instagram und so folgen, die wissen das. Ich habe das Gerät schon ein bisschen länger. Der zweite Vorteil von dem Gerät hier ist, dass es natürlich sehr leicht ist. Nicht zuletzt, weil hier sehr dünnes Material verwendet wurde, was einerseits ein Vorteil ist, andererseits natürlich auch ein Nachteil. Der Vorteil ist eben, dass wenn ihr relativ wenig Platz habt, so wie ich muss hier immer hin und her schieben, dass ihr das Gerät einfach ganz leicht alleine zur Seite schieben könnt und der Versand nicht so teuer ist, falls ihr das Gerät irgendwie gebraucht erwerbt. Also ein Kram, also eigentlich eher, dass wenn ihr es rumtragen müsst, dann ist es sehr, sehr leicht. Dritter positiver Aspekt an diesem Gerät ist die schnelle Verstellbarkeit der Strecker-Beuger-Funktion. Und zwar habt ihr normalerweise, wenn ihr das Gerät jetzt im Originalzustand hättet, hier so eine Feder drin oder irgendwie sowas und dann würdet ihr dran ziehen, so ein Steckmechanismus und dann wird sich das Ganze lösen und ihr könntet diesen Arm hier entweder zum Strecker drehen oder eben auch zum Beuger. Ihr seht, ganz easy, muss nur noch die Schraube hier einstecken. Warum habe ich jetzt hier eine Schraube? Das liegt daran, dass natürlich bei so einem günstigen Gerät nicht immer ordentlich gearbeitet wird. Der Standard-Steckmechanismus ist relativ dick, sodass er sehr, sehr wenig Spiel hat in diesem Loch hier. Und da er von der anderen Seite kommt, steckt er natürlich da schon drin. Und ihr müsst euch vorstellen, dass wenn da relativ wenig Spiel ist und das sehr schlecht verarbeitet ist, dass dann manchmal nicht in jedes Loch reingeht. Und ich habe dann einfach eine dünnere Schraube genommen und stecke die dann einfach hier so rein. Die hat natürlich ein bisschen mehr Spiel. Schon passt das überall rein. Das ist natürlich der Nachteil bei solchen Low-Budget-Geräten. Da ist nicht alles ordentlich verarbeitet. Da muss man sich zu helfen wissen mit so kleinen Tricks. Natürlich gibt es bei so einem günstigen Gerät nicht nur Vorteile. Verarbeitung, wie ich es vorhin gesagt habe, dass hier nicht überall ordentlich eingehakt wird. Schweißnähte, aber gut, Schweißnähte, darauf kann man, also jetzt mal ehrlich, so im Home Gym ist das ja relativ egal, dass der Lack vielleicht relativ schnell abplatzt, ist im Home Gym jetzt auch nicht so wichtig. Aber die Aspekte, auf die ich jetzt eingehen werde, die sind ein bisschen wichtiger und da nehme ich euch jetzt mit und dann gucken wir mal zusammen rüber, was genau nicht so gut ist an diesem Gerät und wie ihr das verbessern könnt und wie ich das gemacht habe. Der nächste Kritikpunkt ist, dass dieses Polster eigentlich viel weiter vorne ist. Das war ungefähr hier. Und ihr habt hier eigentlich noch so Griffe zum Festhalten. Ihr müsst aber, damit euer Kniegelenk ungefähr mit dieser Achse, mit dieser Drehachse übereinstimmt, dass das Polster weiter nach hinten schieben. Demnach müsst ihr diese Griffe abmachen und könnt dann das Polster um ein Loch weiter nach hinten schieben, da wo eigentlich eben die Griffe festgeschraubt sind. Habt aber dann das Problem, dass ihr es vorne nicht mehr festschrauben könnt. Macht jetzt nichts, wenn ihr drauf sitzt, aber natürlich nicht optimal, weil es zwischendurch mal wackelt. Etwas, was auch definitiv nicht original ist an diesem Gerät, was ich gemacht habe, ihr seht, das dicke Polster, ich versuche es mal abzukriegen, ist relativ schwer. Das dicke Polster, weshalb habe ich das gemacht? Ihr seht hier drin, ist nur so ein ganz dünnes, schwarzes Schaumstoff-Gummi-Ding und das tut extrem weh, wenn ihr ordentlich Gewicht benutzt. Deshalb könnt ihr euch da schon mal darauf einstellen, dass ihr das auf jeden Fall polstern müsst. Das geht relativ gut mit so einer alten Decke. Die klebt ihr dann einfach fest. Ich meine, das sieht jetzt nicht so hochwertig aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Der zweite Kritikpunkt ist, dass diese Stange hier absolut unterdimensioniert ist. Wenn ihr mal genau hinguckt, dann sehen wir, dass hier sich schon leicht verbogen hat. Das liegt daran, dass man natürlich hier, wenn man hier drückt, einen größeren Hebel darauf hat. Und weil das so unterdimensioniert ist, verbiegt sich das ein bisschen.
Was definitiv gegen diesen Beinbeuger spricht oder gegen den Beinstrecker ist, dass ihr, wenn ihr jetzt einen Beinbeuger macht, ein Beinstrecker ist relativ gut. Ihr könnt einfach so wie hier vorne, ihr könnt das Gewicht drauflegen und drückt es einfach weg. Ein Problem, das dabei definitiv entsteht, ist, dass wenn hier richtig viel Gewicht drauf ist und hier ist kein Gegenarm, der weiter auskragt, entsteht hier natürlich ein Hebelarm, der das Gerät irgendwann, ich glaube bei mir waren es 80, 90 Kilo oder sowas, leicht zum Kippen bringen kann. Ne? Weil ihr hier auch so ein bisschen Momentum irgendwann vielleicht reinbekommt, vielleicht die letzten zwei, drei Wiederholungen, wenn ihr ein bisschen mehr schwingt, dann kann es passieren, dass ihr dann ein bisschen Momentum aufbaut und das Gerät vorne rüber kippt. Das ist nicht so geil. Das habe ich gelöst, indem ich hier vorne eine Schlaufe dran gemacht habe und die wird dann mit meinem Kabelzug, der steht jetzt da hinten, ich blende euch hier ein Video ein, verbunden wird und ich somit natürlich diesen Hebelarm hier verringere, sodass ich das nicht mehr verbiegen kann und ich konstante Spannung beim Beinstrecker habe. Dann kann ich natürlich auch das hier komplett wegmachen und dieses Polster hier kann frei arbeiten. Und man kann den Beinbeuger halt nicht wirklich alleine nutzen. Denn ich zeige es euch mal. Ihr stellt das Gerät ungefähr auf diese Höhe ein und müsst ja natürlich das so hoch einstellen, dass eure Beine ein bisschen abheben. Und müsst sie dann ja runterdrücken. So bringt ihr euch die Beine ja nicht richtig auf Spannung. Hier der schnelle Verstellmechanismus. Zack. Ist jetzt ein bisschen blöd mit Gewicht, aber geht auch. Das Ding hier hoch. So, ist oben. Mit 10 Kilo ist es relativ leicht, seine Beine so weit runterzudrücken, um das hier einzuspannen. Selbst hier wird schon schwer. Da ist es eingehakt. Und jetzt habe ich hier natürlich Spannung drauf. Mit 10 Kilo relativ wenig Spannung, aber ich habe hier theoretisch schon Spannung drauf. Und kann hier voll arbeiten. Aber versucht das mal, wenn ihr hier 50, 60 Kilo habt, die Beine so runterzudrücken, sie zu halten. Und zwar nicht nur die Unterschenkel, sondern auch den kompletten Oberschenkel. Und das funktioniert wirklich am besten zu zweit. Also an sich, vom Winkel und sowas, fühlt sich der Beinbeuger sehr, sehr gut an und kippt natürlich auch nicht, weil das Gewicht nach hinten arbeitet, der Hebelarm hier. Aber es ist sehr schwer, das einzuhaken. Demnach werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen höher einhaken müssen, weil die Beine nicht so weit runterkriegt. Ist jetzt aber auch nicht der Rede wert. Also es lässt sich trainieren. Es ist vollkommen okay. Es ist akzeptabel. Was ein absoluter Kritikpunkt ist, ich zeige es euch mal. Das Ding hier ist angegeben mit 30 mm, hat aber keine 30 mm. Denn meine Klammern, diese hier, die auf meinem Latzug, bei dem 30 mm Latzug passen, sind hier einfach zu groß. Ich habe hier so eine Schelle dran gemacht, damit das Gewicht wenigstens gar nicht runterfallen kann. Ist aber ätzend, ist schon ein paar Mal auf den Boden gefallen und hat da Dellen reingeballert. Und das ist ziemlich teuer bei diesem Boden. Mein Fazit zu diesem Gerät ist, wenn ihr jetzt nicht gerade der Kleinste seid oder der Größte, so wie ich ungefähr mit 1,70 bis 1,80, also irgendwo im Durchschnitt, naja, mit 1,73 bist du relativ weit unten im Durchschnitt, aber du bist noch im Durchschnitt wahrscheinlich, passt dieses Gerät von den Längenverhältnissen noch ganz gut. Seid ihr viel größer als 1,80, werden eure Schenkel wahrscheinlich zu lang sein und ihr werdet hier irgendwo hier oben dieses Polster haben, irgendwo oben am Schienbein, was sehr unangenehm ist. Das bedeutet, ihr müsst das Gerät hier auf jeden Fall bearbeiten. Nicht nur am Polster, nicht nur hier vorne, sondern auch hier vorne, was dann irgendwo auch dann, ja, wie soll man sagen, wenn man jetzt nicht handwerklich begabt ist, ist das natürlich schon eine etwas größere Herausforderung. Wenn man natürlich schweißen kann, beziehungsweise irgendwie ein bisschen was wegflexen oder einen Bekannten hat, der das kann, dann ist das alles kein Problem. Dann ist es eine Sache von 15 Minuten, ein bisschen Metall kaufen. Ich meine, ist jetzt nicht der Rede wert. Aber definitiv muss dann was gemacht werden. Darauf solltet ihr euch auf jeden Fall einstellen. Wenn ihr das aber alles gemacht habt, dann habt ihr diesen Beinbeuger-Strecker definitiv so angepasst, dass er auch, ja, eigentlich echt gut anzuwenden ist. Für 100 Euro, also knapp 100 Euro. Ich habe sogar weniger bezahlt. Vielleicht findet ihr ja jetzt, wenn die Pandemie aufhört, diesen Streckerbeuger wahrscheinlich sogar zuhaufe bei eBay Kleinanzeigen für unter 100 Euro. Und dann kann man sagen, das ist schon ein echt guter Deal. Wenn man das jetzt vergleicht mit Geräten, die von anderen Herstellern, beispielsweise Bad Company, Simple Products, Body Solid, die sehen alle gleich aus. Dann gibt es noch Train Hard. Die sind absolut baugleich. Ich glaube, der Body Solid hat noch diesen Kragarm, der hier vorne raushängt, also hier unten auf dem Boden, damit das Gerät nicht so leicht kippt. Ist euch das aber 400 Euro Aufpreis wert? Wie gesagt, ihr kauft euch 10 Euro Metall, schweißt das da dran und gut ist. Oder schraubt das Ding im Boden fest. Oder schraubt das Ding auf einer Spanholzplatte fest, die ein bisschen größer ist. Dann kann das auch schwerer kippen. Oder auf einer Siebdruckplatte, was auch immer. Seid kreativ. Im Home Gym muss man eben manchmal ein bisschen kreativer sein, damit die Geräte so funktionieren und so nutzbar sind wie im Gym. Ich weiß, dass die anderen Hersteller definitiv dickere Polster haben, die ein bisschen auch hier oben das Bein einfach anheben, dass es ein bisschen besser in der Drehachse ist. Wieder so eine Sache, ist euch das wert? Ich habe hier so ein Brett drunter gemacht und dann war das auch erhöht und hat auch funktioniert. Geht besser, ist aber für den Preis voll okay. Würde ich das Gerät wieder kaufen?
Definitiv ja, weil es gibt erstens keine guten Alternativen und wenn, dann fangen sie erst ab 500 Euro plus an. Studiogeräte kosten, wie gesagt, ungefähr 2000 Euro. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich würde euch das Gerät schon empfehlen, wenn ihr einen Strickerbeuger haben wollt und nicht viel Geld habt. Habt ihr jetzt ein bisschen mehr Kohle, würde ich vielleicht das, ja, den Maxus Pro Trainer, irgendwie so heißt der, empfehlen. Habe ich selbst aber persönlich noch nie ausprobiert. Das ist eher so ein Hörensagen von Bekannten, aus Foren, Home-Gym-Gruppen. Da wird dann eben gesagt, der ist ganz okay, aber kostet eben auch 400 Euro mehr. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Lasst gerne ein Abo da, folgt mir bei Instagram, klickt auf diese Glocke, kauft über die Amazon-Links in der Beschreibung und spart mit dem Code Alex bei www.mygymshop.de auf cooles Home-Gym-Equipment. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.